Also das war wirklich mal eine amtliche Bewerbung fürs Finale, würde ich sagen. Und hier, guck mal, Stefanie, wie die abgegangen ist, ne? Du hast das ja schon öfter gesagt, du bist eigentlich so ein bisschen so eine Rockmaus, ne? Ey, Joshua, ich habe ja um dich gekämpft, ne? Deswegen irgendwie finde ich es jetzt super, dass sich dieser Kreis wieder schließt, dass du jetzt doch im Team Steff gelandet bist. Wir haben uns ja erst kurz unterhalten, ne? Du hast gesagt, eigentlich fühlst du dich gar nicht als Sänger, sondern du bist Instrumentalist, ne? Und man merkt es, dass du gefühlt brauchst du ein Instrument auf der Bühne. Und ich finde das einfach erfrischend. So, da geht mein Herz auf. Da denke ich so, du bist auf der Bühne genau richtig. Das ist echt schön anzusehen. Danke. Ja. Und deine Ex-Coaches, ich habe da so ein lachendes und weinendes Auge gesehen. Ey, das war also total hart, Joshua gehen zu lassen. Wir haben uns echt gewünscht, Joshua in Sing-Offs zu sehen, weil es einfach spektakulär ist. Es ist so toll, dass du bei Stefanie sozusagen wir das noch erleben durftest. Da haben wir nicht gedacht, dass wir das noch mal erleben. Ja, na klar. Joshua, danke.